Lass mal schauen. Also hier waren wir jetzt im Nether drin. Und jetzt haben wir hier nochmal was. Was auch immer das hier ist. End? Ja, nee. So Matt. Löcke, keine Ahnung. Kanalisation. Hidden Water. Oh, das wird ein Wasser-Dungeon. Das wird interessant, weil Wasser-Dungeons sind die schlimmsten in Zelda. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir nehmen auf jeden Fall alle Slimeballs mit, um nachher noch ein bisschen Ausrüstung kaufen zu können. Das ist so eine Wasserfall-Area ist auch cool. Naja, sind wir mal gespannt, was hier noch kommt, ne? Oh, den Wasserfall mit dem Trident hochklettern, geil. Goldie schnetzelt hier einfach fleißig irgendwelche Mobs. Ich weiß halt auch nicht, wie viel Schaden das Stick macht, aber es scheint schon sehr OP zu sein. Du haust mit dem Stick, oder? Ja. Ja, weil das Ding macht uns mit zwei Schlägen down, Alter. Also, what the fuck? Achso, nee, der geht back. Wie viel? Ja, halber. 5 Herzen. Oh, 7. Okay, Digga, geil, bald ein Dierschwert. Ey! Ey! Okay, das soll in den Dungeon reingehen. Denke ich zumindest mal, dass der jetzt als nächstes kommt. Oder was hier oben? Aha. Geht's weiter in den Wasserfall hoch. Das ist echt Ruhe. 5 Meeresgurken. Oh, Flo. Ich sehe gerade, hier oben auf diesem kleinen Hügel ist was. Mit Ruhe. Trident? Ja. Nice, ein Schwert. 5 Meeresgurken. Achso, wahrscheinlich gibt es so viele Schwerter, weil es könnte man ja auch die Map zu viert spielen. Oder noch mehr. Ja. Ominous Tomb. Ominöser Tempel. Okay. Ein Baum? Okay, ich hätte jetzt ein Wasser-Dungeon erwartet. Geil, Mann. Hier. Du brauchst einen Schlüssel. Secret und Baum. Steinschwert und Pfeile. Gut. Das ist aber jetzt ein besonderer Schlüssel. Und da ist auch dieses komische Symbol, wo wir auch einen Black Tower hatten. Also, was kriegen wir denn jetzt? Wir haben schon Bogen, wir haben Angel, wir haben Crossbow. Oh mein Gott. Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Lustig, kleiner Jumpscare, ne? Ruhe, Key. Also mit Trident kommst du gut ran, ne? Denk mal, aber irgendwie sieht das Schlüsseltor anders aus. Das ist weird. Okay, was? Ja, kommen irgendwelche Monster oder Lava von oben? Ja. Alle Knöpfe drücken oder was? Oh no. Hat funktioniert. Den richtigen Knopf finden. Das war's wahrscheinlich. Oh, es riecht wieder nach einem Jumpscare, Digga. Warum spielen wir auf einmal eine Horror-Map? Ja. Das heißt ominöser Tempel. Junge, du hast erst neulich in World of Buildings meinen Tempel gespielt und müsstest doch eigentlich als neuer Jedi hier wissen, dass jeder Tempel Gefahren, Fallen und Scares beinhaltet. Ja, aber du bist doch mein Meister, warum hast du mich nicht beschützt? Ja, das musst du doch selber können. Lava? Das wäre ein Dreifach-Jump, safe. Achso, wegen ja. Easy-Mode. Das riecht nach einer Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, da ist mir das Herz echt kurz in die Hose gerutscht. Was ist das? Okay, es scheint... Ah, Glowstone, verstehe. Müssen wir jetzt den richtigen Weg sehen, aber mit Sneaken ist das auch gar kein Problem. Ja, ich dachte, das wird ein Wassertempel, aber es scheint mir so Geistertempelmäßig zu sein. Ja, es ist halt... Ein besserer Jedi-Tempel als ich gebaut habe, auf jeden Fall. Schlüssel. Ja, okay, und das ist ja noch eine Tür, lass die als erstes machen. Wieder diese komische Blöcke da. Ich weiß nicht, was die bringen. Hä, bist du gerade runtergefallen? Oh, es ist so eine Dings. Lol, jetzt hab ich viel zu spät gecheckt, Digga. Hä, wie kommt man hier wieder raus? Goldie! Oder hat man... Irgendwas kann man mit diesen Blöcken, glaube ich, interagieren dann, dass es ausgestellt wird. Das war doch eine Kiste. Ja, das riecht wieder nach einer Falle. Zombie. Ah, ich glaube. Hey, diesen One-Hit mit dir erschwert, teilweise. Das ist das. Oh Gott. Das riecht nach Bosskampf. Immerhin ein fetter Gast. Der passt halt hier kaum rein, so, aber. Ja. Auch gut. Grappling Hook. Ah, die Angel wurde geupgradet. Ah, aber das ist eine spezielle, die du jetzt bekommen hast. Das ist ein Enterhaken, ne? Oder? Ja, aber die war doch eben, sah doch anders aus hier. Nö. Oh mein Gott! Das ist wirklich Enterhaken. Du kannst dich halt nur an die Dinge ranziehen. Oh mein Gott! Ich weiß nicht, gab es doch diesen einen Raum. Oder lass es erst hochgehen. Ich komme nicht da oben. Ah, jetzt.
Hier war eine Armbrust drin, Schnellladen 3 und unzerstörbar. Willst du die haben? Lol. Okay, wir brauchen einen Schlüssel da hinten wieder. Es gab doch diese eine Tür mit dieser unendlichen Treppe. Ja, genau. Hier konnte man sich noch hochziehen. Hier ist ein Key. Lol, das ist ja geschenkt. Aber dann kommt diese Treppe wieder nach unten, ne? Verstehe. Und wieso kann man sich hier hin graben? Falls man runterfällt. Abkürzung, ja. Und jetzt müssen wir da hoch. Wow, danke, Flo. Achso. Verstehe. Mach du zuerst. Nice, dass man da durchkommt. Fünf Freude. Ja, aber brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir haben ja Unendlichkeitsbogen. Also für die Armbrust. Ganz nice. Kommt jetzt der Bosskampf? I know. Sieht so aus. Warte, nee. Bevor du reinrennst. Großes Rätsel. Wir brauchen 3 Schlüssel. Statue ist das hier, die irgendwas hält. Ich folge dem Astronauten. Ja, ich merke schon. Leute, es geht ja mehrere Etagen hoch. Ja, Stück für Stück nach oben arbeiten heißt es hier. Es nennt mich so in so Trampolinhallen oder so. Kennst du diese Türme, wo man so die ganze Zeit links und rechts nach oben gehen muss? Ja, ja. Genau daran cool erinnert es mich. Ich habe einen Key übrigens. Links oder rechts? Wo gehen wir zuerst hin? Lass rechts gehen. Ist das eigentlich wieder 2 Dungeon-Item oder? Weil komischerweise gab es ja im letzten 2x1. Oh ne. Komm. Let's go. Und die letzte. Jawoll. Sehr schön. Kannst auch im Flug die Dinger catchen, das ist auch voll cool. Wie im Flug. Ja, so. Wenn du springst und fliegst, kannst du währenddessen schon diese Dinger catchen, das ist cool gemacht. Aber ist das eine Mechanik von Minecraft oder ist das eingebaut? Nee, eingebaut. Eigentlich können wir trotzdem noch wie die alte verwenden. Ich glaube, das wollen sie damit darstellen. Das ist ja auf Zeit. Pi. Let's go. Ah, jetzt kommen wir jetzt da hoch. Jetzt ist da oben eins frei. Oh, Bosskampf. Safe, jetzt der Bosskampf. Oder? Warte, lass erstmal kurz reingucken. Da oben, da hinten ist sowas Ding zum Grabben. Und ganz da oben ist so ein Key. Ja. Ich habe meinen Bogen noch gar nicht verwendet, fällt mir gerade auf. Aber ich finde es auch schön, wie das gelöst ist. Weil es gibt nicht nur die ganze Zeit Rätsel oder es ist auch nicht die ganze Zeit Mob abklatschen. Es ist eine gute Abwechslung in einem Dungeon. Aua. Oh, sollte man da runter, oder? Einfach mal durch die Tore da durchgrappen, würde ich sagen. Aber wir kommen hier nicht weiter. Wir müssen erst irgendein blaues Rätsel lösen. Ein Sprung da nach hinten? Naja. Hä? Ah, ich muss aufhören mit werfen, sonst geht es nicht. Da, wir müssen es nacheinander machen. Roten Knopf gedrückt. Ey! Was es gemacht hat. Es hat gelockt. Jetzt hat's das hier gelockt. Es hat's die roten gelockt, aber die blauen geöffnet. Ah, vielleicht. Das ist so farbschaltermäßig. Oh mein Gott, ist das komplex. Ja. Was passiert hier? Ja, geht nicht. Wir haben den roten ja schon gelockt. Wir bräuchten jetzt einen Schalter für den blauen. Ah, der ist da hier. Wir müssen nur irgendwie dorthin kommen. Zack. Ist der andere gelockt wieder? Ich glaube, ich habe dich eingesperrt, weiß ich nicht. Ja. Jetzt drücke ich den da wieder und das bringt doch gar nichts. Hey, wo bin ich denn jetzt eigentlich gelandet? Ich glaube, ich bin dort, wo wir landen müssen. Lol, warum bin ich jetzt gerade hoch? Das war gut. Hier kannst du es auf rot umschalten, okay. Ja, hey, ich bin maßgeblich verwirrt. Also, wir wollen in den anderen Raum, wo wir als erstes reingegangen sind, hinkommen, während der blaue... Nee, während der Knopf, der jetzt gerade an ist, aktiv ist. So, jetzt habe ich den Knopf nicht gedrückt, weil hier ist noch ein zweiter Durchgang oben. Komme ich hier durch und jetzt werde ich im anderen Raum landen. Du kannst jetzt blau drücken. Ah, dann geht das rote wieder auf. Oh mein Gott, du bist genius. Hier ist ein Key. Sehr nice. Oh, das sieht nach Boss-Tür aus. Ja. Ne. Immer wenn es so runter geht, kommt der Bosskampf. Lol. What the? Das sieht cool aus. Schauen wir mal. Lol. Digga, ich bin jung. Hä? Schwebt einfach. Hast du ihn gekocht? Nee. Ja, okay, das ist witzig. Hä? Das ist spiegelgedingst. Was? Hä? Ja, teilweise steht er links und rechts. Hä? Was da? Ich weiß nicht, was du meinst. Oder ja, Lava steigt. Ah, und deswegen muss man hier nach links gehen, die Plattform wechseln. Weil wenn wir jetzt dastehen würden, wären wir halt am Arsch. Nee, das macht mich immer noch ganz Sinn. Aber ich find's cool gemacht, dass es hier... Oh, du musst hier weg. Ja, sehr gestochen, mir in die Lava reinzupfen. Jetzt haben wir ihn aber down. Nice.
Okay, die Bosskämpfe sind Leiter doch kommt. Sehr kreativ. Ja, das stimmt, die sind cool gemacht, Mann. Ha! Was war da dran? Ein Crystal Cube und ein Nether Star. Nice! Ich brauche die Nether Stars für die letzten Ding. So, was kaufen wir uns? Resistance, oder? Ich habe einen Nether Star. Ich könnte einen zweiten kaufen. Wie viel können wir machen? Also reicht's schon für den nächsten Raum? Wahrscheinlich nee, nicht, ne? Ich kann nur einen kaufen. Ah, jetzt haben wir auch die Angel bekommen und können uns dann auf den nächsten weiter hochgraben hier. Oh, kommen wir da wieder ganz hoch? Ich will immer noch in den ersten Dungeon zurückgehen. Hahaha. Schlechter Witz. You're ja. Really gorgeous. I would suggest you keep going to your journey. Oh, Digga, jetzt ist eine Schaltplatte, die so richtig ekelhaft ist. Great existed. Okay. Hä? Was war das jetzt? Weird. Mal schauen. Was, aber ey, wie viele Etagen es noch gibt, ne? Ja. Aber gibt's da oben. Ne, da oben gibt's nichts mehr. Geht's hier uns wieder für uns rein, oder? Das hier war der nächste, wa? Ja.